Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Donnerstag, der 2. November, und ich dachte mir, ich nehme euch heute wieder ein klein bisschen mit durch meinen Mama-Alltag. Wir haben es jetzt 8 Uhr. Ich werde jetzt Emily und den Kleinen fertig anziehen und dann bringen wir die Große in den Kindergarten. Und danach, wenn ich wieder zurück bin, melde ich mich nochmal bei euch. Wirklich viel anstehen wird heute nicht. Ich nehme euch ein bisschen mit durch meinen Haushalt. Ich habe ein bisschen was zu tun zu Hause, wie es halt immer so ist nach 2 Feiertagen, die mich ehrlich gesagt ein bisschen ins Schleudern gebracht haben, wenn solche Feiertage mitten unter der Woche sind. Und dann noch gleich 2 Stück davon. Okay, ich wünsche euch auf alle Fälle viel Spaß. Kindergartenbrotzeit habe ich auch schon hergerichtet. Und zwar ein Vollkornbrot, ein bisschen Apfelweintrauben, Knuspersternchen, Rosinchen mag Emily gerne naschen und noch ein bisschen Brezel und Käse. Genau, die packen wir jetzt noch schön in den Rucksack ein. Ah, Mäxchen bringt mir schon mal den Rucksack. Das ist aber lieb, mein Schatz. Komm mal her, packen wir das da mal ein. Packen wir das da mal ein. Machen wir mal ganz auf. Und dann kommt das da hin. Nie offen lassen, dass ich das reintun kann. Komm, hilf mir mal, Großer. Super, danke schön. So, jetzt gucken wir erstmal, wo die große Maus ist. Und zwar, wundert euch nicht, hier steht noch ein bisschen Bügelwäsche. Die muss ich heute auch noch wegmachen. Die große Maus zieht sich an. Und ja, hier im Kinderwagen ist schon der dicke Winterfußsack drin. Okay, dann ziehst du dich schon mal fertig an. Mäuschen, denkst du bitte an Schal und Mütze? Ja, Mama. Ich werde jetzt noch den kleinen Mann in Wetterfest anziehen. Ja, Wetterfest ist jetzt nicht so, bei uns ist trocken, aber zumindest entsprechend warm, dass er nicht friert. Ja, da bin ich wieder. Ich habe Emily jetzt erfolgreich in den Kindergarten gebracht und ich war inzwischen noch geschwind bei DM. Hab schon die ersten Kleinigkeiten für den Adventskalender für Emily besorgt, denn ich mache den jedes Jahr immer selber. Und ich dachte mir, dieses Mal bin ich nicht so spät dran. Ich werde jetzt erstmal eine Kleinigkeit essen. Ich habe Hunger. Ich habe heute noch nichts gefrühstückt. Wir haben es jetzt 9:30 Uhr. Mäxchen spielt ein bisschen und dann legen wir mit der Hausarbeit los. Ich zeige euch jetzt mal schnell, was ich bei DM für den Adventskalender eingekauft habe. Und zwar so ein Labello, so ein Zaubertuch, bisschen ja, Schmuck zum Baden und eine kleine Schneekugel. Die Schneekugel, die wandert für Nikolaus dann in den Adventskalender. Ja, für Mäxchen noch eine kleine Auswahl hier, Notfallgläschen und Obstquetschis für unterwegs. Die finde ich auch ganz toll. Ja, die obligatorischen Hirsekringel dürfen nicht fehlen. Für den Geschirrspüler so Pflegetabs und für mich noch eine Bodylotion für extrem trockene Haut. Das habe ich alles eingekauft. Und jetzt muss ich mal überlegen, was ich mir auf die Schnelle zum Frühstück mache. Ich glaube, es wird eine Portion Quark geben mit ein bisschen Obst und dann muss ich hier loslegen. Ja, ich dachte mir, ich kann vielleicht ein bisschen währenddessen, ja, ich mir meinen Quark mit Mäxchen teile. Ich habe jetzt ganz unspektakulär ein bisschen Quark, Äpfelchen, ein paar Weintrauben und als Topping ein paar Cashewkerne draufgeschmissen. Dann werden wir uns den teilen. Kann ich ein bisschen erzählen von Mäxchens Geburtstag? Der ist ja am 30. ein Jahr alt geworden. Ja, war eigentlich ganz ruhig. Wir haben keine große Party gemacht, aber der obligatorische Geburtstagskuchen wurde probiert. Er hat sich sehr über seine Geschenke gefreut. Hat die auch wirklich den ganzen Tag ganz mächtig bespielt und getan und gemacht. Aber man hat am Abend dann schon gemerkt, dass er wirklich ja K.O. war, überreizt gewesen ist. Die Nacht war dann auch nicht so gut. Aber im Großen und Ganzen haben wir das ganz gut gemeistert, alles. Ich kann euch ja gerne später ein bisschen zeigen, was er denn bekommen hat. Ja.
hat auch nicht allzu viel gekriegt, sondern er hat für seine Tutu Baby Garage, die wir haben, von Emily noch, da hat er ja so Zubehör bekommen. Zum einen den Flughafen und dann noch so ein großes Auto, wo die ganzen kleinen Autos reinpassen. Genau. Möchtest du nochmal? Bitteschön. Oh, nochmal. Ja, gut. Ich lass mir jetzt erstmal meinen Quark schmecken. Und dann nehme ich euch mit beim Haushalt machen. Okay, meine Lieben. Ja, ich stelle gerade fest, der heutige Vlog, der wird sehr, ja, ich denke mal, putz- und aufräumlastig werden. Recht viel mehr wird er heute nicht auf dem Plan stehen. Ich muss auch mal gucken, wie weit das ich komme, denn Maxchen ist heute sehr, sehr, sehr leidlich. Aber so ist es nun mal. Das soll ja hier ein ja, Mama- und Familienkanal sein. Das heißt, ja, es ist wirklich viel rund um Haushalt und Konsorten. Erschreckend, aber so ist es nun mal. Ne? Das ist die Wahrheit als Mama. Großes Kino ist nicht jeden Tag. Ich werde jetzt erstmal den Geschirrspüler ausräumen und die Küche aufräumen. Und da lasse ich jetzt einfach mal die Kamera ein bisschen nebenbei laufen. Vielleicht ist ja was für euch dabei. Bringt er mir ein Gläschen. So macht ihr das immer. Jetzt kommt gleich das Nächste. Ich zeige euch das mal. Hier. Danke, mein Schatz. Das machen wir jetzt, bis der Schrank leer ist. Danke. Ja, ich weiß, der Schrank ist wieder unordentlich. Das ist ein Phänomen bei mir. Ich kann diesen Schrank, Dankeschön, ich kann diesen Schrank 100-mal einräumen und sauber machen und ordentlich machen. Und jedes Mal in kürzer, danke mein Schatz, in kürzester Zeit sieht der Schrank genauso wieder aus wie vorher. Ja, ich gönne ihm jetzt den Spaß. Danke. Das nächste. Oh. Und ich glaube, er hört erst auf, wenn alle Gläschen heraus sind. Oder er kommt nicht mit dran. Ah. Ach, brauchst du das? Ah. Ah. Ei, ei, ei. Und jetzt musst du leider in den Laufstall. Ich habe jetzt hier Millionen von Glasscherben. Ich muss jetzt hier kurz mal auf Pause gehen. Da sind wir wieder. Chaos beseitigt. Und nein, ich lasse ihn nicht mit den Gläschen spielen. Da kann er jetzt im Grunde gar nichts mit dafür. Er hat sich den Pappkarton rausgeholt. Und da stand halt dummerweise noch das letzte Gläschen drauf. Und das ist ihm über die Schublade rausgekullert. Ne? Die lass mal stehen. Jo, Schatzi. Genau, und jetzt müssen wir aufräumen. Okay, meine Lieben, ich hoffe, ich kann jetzt hier noch ein bisschen weitermachen, dass ich den jungen Mann ein klein wenig beschäftigen kann. Ansonsten muss ich mal kurz den Vlog unterbrechen und dann eben weitermachen, wenn der junge Mann bessere Laune hat. Denn das möchte ich nicht, dass er knatschig auf dem Video erscheint. Ja, da bin ich wieder. Der Vlog vorhin, der wurde jäh unterbrochen. Auch eine große Sequenz dieses Vlogs habe ich aufgrund dessen gelöscht. Der Grund war der, wir hatten vorhin noch einen schlimmen Unfall hier zu Hause. Ich war die letzten anderthalb Stunden mit Maxchen beim Kinderarzt. Ja, was ist passiert? Der junge Mann hat sich das Treppenschutzgitter alleine aufgemacht. Es war wohl nicht ganz eingerastet. Und ist mir die komplette Treppe runtergefallen. Es ist Gott sei Dank nicht viel passiert. Er hat eine Beule am Kopf. Er hat nichts gebrochen. Er hat auch so keinerlei Verletzungen. Wohl, er wurde abgetastet, er wurde angesehen. Jetzt heißt es natürlich, die nächsten 24 Stunden muss ich ihn beobachten.
ob er eine Gehirnerschütterung haben könnte. Die ersten klassischen Anzeichen davon sind nicht vorhanden, sprich er hat sich nicht übergeben, er war nicht ohnmächtig und die Pupillen haben auch ganz normal reagiert. Ja, es war die Hölle auf Erden. Ich bin auch mit den Nerven fix und fertig. Denn es hätte böse ausgehen können. Genau. Ja, jetzt habe ich ihn oben hingelegt. Jetzt macht er seinen Mittagsschlaf. Die Kinderärztin hat gesagt, ich soll regelmäßig nach ihm gucken. Und er darf jetzt auch gerne schlafen. Ja, und sollte er sich halt übergeben oder nicht mehr laufen können oder irgendwas, dann muss ich mit ihm in die Kinderklinik fahren. Ich erhole mich jetzt gerade erstmal ein bisschen von dem Schock. Ich werde mir jetzt eine Tasse Kaffee machen, mir die Beine ein bisschen hochlegen und das Ganze sacken lassen. Bis später. Jetzt haben wir es inzwischen schon 2:30 nachmittags. Maxchen schläft immer noch. Aber ich werde jetzt gleich mal nach ihm gucken. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mich von diesem Schreck überhaupt noch nicht erholt. Ich habe mir jetzt auch zur Ablenkung ein bisschen den Fernseher angemacht, in der Hoffnung, ich kriege dieses Kopfkino beiseite. Ja, ich hätte daheim Unmengen zu tun, aber irgendwie kann ich mich gerade gar nicht aufraffen, irgendwas zu machen. Und in einer halben Stunde muss dann auch schon wieder Emily vom Kindergarten abgeholt werden. Für die kam heute noch ein Paket an. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand schon auf Instagram mitbekommen hat. Emily, die hat schuhgrößenmäßig einen vollen Schub gemacht. Und ja, Oma und Opa waren so lieb und haben gesagt, sie kommen für neue Schuhe für die Maus auf. Und ja, ich habe ihr jetzt noch so ja, Stiefelchen bestellt. Denn die braucht über den Herbst jetzt noch ein paar Schuhe. Und ein paar hat sie ja jetzt am Samstag schon im Schuhladen bekommen, als wir mit ihr Schuhe kaufen gegangen sind, um eigentlich Herbstschuhe zu besorgen. Genau. Ich werde jetzt da mal einen Blick reinwerfen. Hier einmal von Superfit Gore-Tex. Na, sieht man nicht. Gore-Tex Stiefel. Ich finde die ganz schön. Die sind in Schwarz und Pink. Mit 2 Klettverschlüssen. Wir fahren eigentlich ganz gut damit. Also ich habe nur letztes Mal hatte Emily das Problem, dass sie doch ab und zu über kalte Füße geklagt hat. Aber die sind eigentlich mit Lammfell oder so ein Plüsch innen drin. Na ja, schauen wir mal. Kann sie nachher mal probieren. Und dann... Oh, die sind schön. Von Fribo. Die sind so, ja, grau. Ja, doch, ist ein Grauton, Wildleder. Sind ganz süß mit Sternchen drauf. Denn sie zieht so gern Kleider und Röcke an. Und ja, da braucht es natürlich so Langschaftstiefel. Genau. Glitzern ein bisschen. Bin gespannt. Sehen schön aus. Die kann die Maus nachher gleich probieren, wenn sie nach Hause kommt. Ja. Mal gucken, was wir jetzt dann gleich noch machen. Jetzt muss ich mal nach Mexien schauen, ob da alles in Ordnung ist. Ich nehme euch mal mit nach oben. So, jetzt habt ihr natürlich nichts gesehen. Der kleine Mann schnarcht noch. Hier die Treppe gehe, kriege ich ehrlich Zittern und Magenschmerzen. Wenn ich da vorstelle, dass der kleine Mann da heute runtergefallen ist. Mein Mamaherz blutet und das ganz gewaltig. Ich räume jetzt hier ein bisschen auf im Wohnzimmer und ich nehme euch da jetzt einfach einen kleinen Augenblick mit.
werde jetzt erstmal mit den Kindern ein kleines bisschen hier malen und spielen. Und ja, dann schauen wir mal, wenn wieder was Aufregendes passiert, dann schmeiße ich die Kamera gleich nochmal an. Ich habe jetzt hier noch ein paar Sachen zum Bügeln und die bügele ich jetzt schnell weg. Ja, die Kinder sind gerade beschäftigt, aber... für die Kinder ganz schnell Abendessen. Wir haben inzwischen schon 5:30. Maxchen hat Hunger. Ich denke, der wird heute auch ziemlich bald ins Bett krabbeln. War ein sehr aufregender und anstrengender Tag für den jungen Mann und deshalb mache ich ihm jetzt heute ganz schnell einen Milupa-Abendbrei. Und für Emily gibt es eine Breze, die habe ich noch. Wo habe ich denn die überhaupt? Da. Für die gibt es eine Breze, ein bisschen Gurke, Käse und ein bisschen Wurst. So, meine Lieben, die Kinder haben jetzt zu Abend gegessen. Ich werde den Vlog jetzt an dieser Stelle beenden. Ja, der Tag, der war ja alles andere als gut und so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das, was ich gedacht habe, heute tun zu können, habe ich alles nicht gemacht. Ja. Ich hoffe trotzdem, dass ihr Freude hattet, hier ein bisschen zuzuschauen. Und ja, es wird ein klein wenig emotional in diesem Video, aber gut, das soll es auch mal sein. Dann vergesst nicht, mir am Ende vielleicht noch einen Daumen nach oben dazulassen. Alle die, die noch nicht abonniert haben, abonniert mich und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, tschüss!